Heute zeige ich euch, wie man doppelte Stäbchen häkelt. Zuerst müssen wir 4 Luftmaschen anschlagen. Als nächstes holen wir uns 2 Schlingen auf unsere Häkelnadel, sodass wir 3 insgesamt haben und stechen in die nächste Masche ein, holen uns den Garn, sodass wir 4 Schlingen auf der Nadel haben und ziehen ihn durch 2 hindurch, holen den Garn noch einmal, ziehen ihn wieder durch 2 Schlingen hindurch und holen den Garn ein letztes Mal und ziehen ihn noch einmal hindurch. Ich zeige es euch nochmal. Wir brauchen 2 Schlingen, stechen in die nächste Masche ein, holen den Garn und ziehen diesen jeweils immer durch 2 Schlingen hindurch. Das ist das doppelte Stäbchen. Wenn ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben super dolle freuen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!